Hier in Wunstorf sind alle 34 bisher in Deutschland ausgelieferten Transportflieger der Modellreihe A400M von Airbus stationiert. Die Maschinen lösen die zum Teil schon 50 Jahre alten Flugzeuge vom Typ Transall C160 und Lockheed C130 ab. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat zum ersten Mal den Fliegerhorst besucht und war von der Arbeit der rund 2400 MitarbeiterInnen am Standort Wunstorf beeindruckt. Das ist wirklich einer der Orte, die sich ja nicht in die Öffentlichkeit drängen, aber gleichzeitig eine echte Exzellenz aufweisen. Es ist für mich wirklich faszinierend gewesen zu sehen, welche technischen Fertigkeiten notwendig sind, um diese hochkompetenten, spezialisierten Flugzeuge in die Luft zu bringen und auch für einen sicheren Betrieb zu sorgen. Damit der sichere Betrieb auch in Zukunft gewährleistet ist, soll ein Wartungszentrum für den A400M entstehen. Wo das passiert, ist allerdings noch nicht klar. Nachdem die Baugenehmigung der Stadt Wunstorf schon Form angenommen hat, startete das Bundesverteidigungsministerium eine Ausschreibung, die einige Konkurrenz auf den Plan gerufen hat. Weil spricht sich für die Errichtung des Wartungszentrums am Standort Wunstorf aus. Wunstorf hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Vorteil. Das ist, wie gesagt, der Fliegerhorst, an dem alle A400-Maschinen der Bundeswehr stationiert sein werden. Und zumindest für mich als Außenstehenden ist es dann absolut naheliegend, an diesem Fliegerhorst dann auch die Wartung anzusiedeln. Denn das birgt sowohl für das Unternehmen, das die Wartung durchführt, wie für die Bundeswehr hohe Vorteile und Synergieeffekte. Und dass sich die Landesregierung in diesem Sinne einsetzt und weiter einsetzen wird, das versteht sich vor diesem Hintergrund von selbst. 6 Airbus-Transportflieger werden noch ausgeliefert. Mit jeder weiteren Maschine für das Lufttransportgeschwader 62 wächst der Zeitdruck. Die Flugzeuge müssen regelmäßig und aufwendig gewartet werden. Mit dem Wartungszentrum in Wunstorf würden auch etwa 300 Arbeitsplätze entstehen.